Ich lese das Solinger Tageblatt von Donnerstag, den 9. April 2020. Das ist diese Zeitung. Und unter Grün Solingen, und ich finde, dass die grüne Farbe in der Überschrift Solingen eine einzige Unverschämtheit ist in dieser Zeitung, heißt es: Kliniken betonen, Versorgung ist gesichert. Und es gibt einen Verweis auf Seite 15. So. Seite 15. Grün Solingen, ich kann es zeigen. Mutmachfoto, so schön war der Supermond über Solingen und ehrlich gesagt, naja. Auf Seite 15 findet man dann einen Artikel, dort heißt es: Ambulanzen sind leerer als früher. Solinger Kliniken betonen, dass die Versorgung für alle optimal weiterlaufe. Patienten sollten Probleme und Termine nicht verschleppen. Überfüllte Krankenhäuser und Intensivstationen wie derzeit in Italien, Spanien, den USA oder im Elsass gibt es in Solingen zum Glück nicht. Zitat: Aber die Bilder im Fernsehen machen den Menschen Angst. Zitat Ende. Sagt Dr. Markus Maybart, ärztlicher Direktor und Chefarzt der Chirurgie an der St. Lukas Klinik. Die Bilder hätten aber nichts mit der tatsächlichen Lage in Solingen zu tun. Die letzten Wochen seien etwa in der St. Lukas Klinik intensiv genutzt worden, um sich auf eine Welle positiver Covid-19-Fälle vorzubereiten und gleichzeitig die Grund- und Notfallversorgung aufrechtzuerhalten. Zitat: Wir müssen und können beides schaffen, Zitat Ende, sagt Dr. Markus Maybert. Zu schwerwiegend können die Folgen für Patienten sein, wenn entzündete Gallenblasen, Blinddärme, Abszesse, Herzerkrankungen, Tumore und neurologische Ausfälle nicht oder später behandelt würden. Vermehrt kämen jetzt Patienten erst in die Klinik, wenn sie Schmerzen nicht mehr aushalten können. Zitat: Bei einer entzündeten Gallenblase kann das dann so weit gehen, dass die Entzündung auf das Bauchfell übergreift und die Funktionsstörung von Leber, Niere Lunge führt. Zitat Ende, sagt der erfahrene Chirurg. Die Folge: Die notwendige Operation ist deutlich erschwert, die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen ist erhöht und auch eine intensivmedizinische Betreuung ist möglicherweise angezeigt, wenn die Entzündung schon auf andere Organe übergegriffen hat. Infizierte Patienten sind in einem separaten Bereich. Die Gefahr, dass sich infektiöse und nicht infektiöse Patienten treffen, sei gering. Zitat: Im Grunde haben wir in einem Gebäude gerade zwei getrennte Kliniken. Zitat Ende, betont Dr. Markus Maybert. Bereits vor dem Haupteingang werden Patienten nach Symptomen gefragt und bei grippalen Anzeichen über einen separaten Eingang in die neu eingerichtete Infektionsambulanz geleitet. Wartebereiche, Behandlungs- und Patientenzimmer sind streng voneinander getrennt. Dr. Markus Maybert richtet einen dringenden Appell an die Solinger. Zitat:
Verschleppen Sie nichts. Bei starken Bauch- und Brustschmerzen, bei Sinnesstörungen mit neurologischen Ausfällen und natürlich bei Unfällen oder Verletzungen kommen Sie in die Kliniken. Zitat Ende. Neuer Absatz, neues Zitat, Anfang. Natürlich sind viele Menschen angesichts der Coronavirus-Krise verunsichert. Zitat Ende. Weiß auch Professor Dr. Thomas Standl, medizinischer Direktor und Chefarzt der Anästhesie des Städtischen Klinikums. Deshalb sehe man es als wichtigste Aufgabe, die Versorgung für alle Patienten zu sichern und es auch und dies auch zu vermitteln. Zitat. Auf der einen Seite mobilisieren wir die Ressourcen für den Fall der Ausbreitung der SARS-CoV-2-Pandemie. Auf der anderen Seite passen wir unsere Abläufe, so gut es geht, den geänderten Bedingungen an. Zitat Ende. So sei es im Klinikum beispielsweise durch die zentrale Eingangsregelung möglich, einbestellte Krebspatienten anzumelden und bei längeren Wartezeiten bevorzugt durchzulassen. Patienten mit körperlichen Einschränkungen werden geschützt in die Ambulanz begleitet. Auch die Notfallversorgung funktioniert ohne Einschränkungen. Für Patienten im orthopädischen Bereich bietet das Klinikum eine Telefonsprechstunde mit den Spezialisten an. Die Betroffenen können ihre Befunde auf CD einreichen und werden dann nach Terminvereinbarung individuell kontaktiert und beraten und erhalten bei hohem Leidensdruck auch einen OP-Termin. Für werdende Eltern, die jetzt nicht an Infoabenden und Kreißsaalführungen teilnehmen können, wurde ein Video produziert, das noch diese Woche veröffentlicht wird. Zitat: Der Kreißsaal wird weiterhin im vollen Umfang frequentiert. Zitat Ende, so Standl. Dank guter Absprachen dürfen die Väter nach wie vor bei der Geburt dabei sein. Zudem helfe man auch den Niederlanden. Seit Dienstag wird ein niederländischer Patient auf der Intensivstation beatmet. Dazu gibt es dann auch einen Standpunkt. Alle Krankheiten im Blick, den lese ich nicht vor. Tschüss.